Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich für euch einen Geschirrspüler von der Firma Bosch Serie 6. Das ist ein freistehender Geschirrspüler mit der Bezeichnung SMS 6ZCW07E mit Aquastop und Zeolith Trocknung. Deshalb Perfect Dry. Mitgeliefert hat Bosch eine Bedienungsanleitung, die ist hinten angebracht bei dem Modell, Netzstecker, Dichtung, dann nochmal so ein Einfülltrichter für Salz. Und dann haben wir hier die Bedienungsanleitung und einen echten Aquastop. Den stelle ich euch heute mal ein bisschen genauer vor. So, dann kommen wir mal zu der Maschine. Wie bekannt bei Siemens Bosch immer hier das Typenschild. Das Gerät ist übrigens 85 cm hoch, Deckel kann abgenommen werden, dann sind es nur noch 81,5 cm, Breite 60 und Tiefe auch 60 cm. Der hat hier eine Besteckschublade. Dann haben wir hier einen höhenverstellbaren Oberkorb, ja, an den Seiten einfach zusammendrücken und lässt sich ganz leicht hochklappen. Man kann auch nur eine Seite zum Beispiel runter. Wenn man hier auf der Seite mehr Platz braucht, kann man auch nur die Seite eine Etage runterstellen, ja, oder beide. Wie gesagt, das geht ganz einfach. Entweder hochziehen oder Etage für Etage runterklicken. So, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, es gibt so eine Intensivzone. Das ist hier, das könnt ihr hier ein- und ausschalten, reindrücken ist oft, da sperrt ihr den Wasserzugang, ja, beziehungsweise jetzt ist er off, jetzt ist er on, und dann habt ihr hier in dem Bereich, ja, die drei Düsen, habt ihr natürlich nochmal extra Wasserdruck, und ja, dann könnt ihr ein bisschen stärker verschmutzte Gläser oder was auch immer hier reintun. Wenn ihr es braucht, wie gesagt, wenn ihr es nicht braucht, könnt ihr es ausschalten. Dadurch wird aber ein bisschen mehr Wasser verbraucht und dementsprechend auch höchstwahrscheinlich Strom. Ja, rausnehmen könnt ihr den auch einfach, ziehen bis zum Anschlag und dann rausnehmen. Jetzt werden wir den Unterkorb. Hier lassen sich die seitlichen Teile auch abknicken, falls ihr doch mal ein bisschen mehr Platz braucht. Zack, also eigentlich überall, wo diese Farbe, ja, die rote Farbe ist, beziehungsweise dieses Gummiteil, das alles lässt sich immer bewegen beziehungsweise verstellen. Und so könnt ihr eigentlich komplett die Gitter umlegen und habt dann sozusagen eine ebenerdige Fläche, falls man ja doch mehr Töpfe hat und weniger Teller. So, wie schon erzählt, hat ja der Geschirrspüler ein Zeolith Erwärmung. Das heißt, diese Funktion, ja, wir haben dort unten zum Beispiel die Ausblasöffnung des Zeolithbehälters. Der muss bitte immer frei bleiben, also da, wenn es geht, nichts in die Ecke stellen, im Korb aufpassen, dass es so ein bisschen frei ist. Und auch hier oben rechts ist das ist die Ausblasöffnung des Zeolithbehälters. Die Öffnung wird auch für die Zeolithtrocknung benötigt, das aber auch bitte, wenn es möglich ist, nicht zustellen. Und wie man sieht, natürlich hier ein schöner Edelstahlboden. Salz bitte hier auffüllen und vor dem ersten Gebrauch nochmal 1,5 Liter Wasser einfüllen und dann bitte den Salz einfüllen mit Trichter, aufpassen, dass nichts daneben geht. Falls Salz hier auf dem Boden kommt, bitte sofort abwischen, rausnehmen. Ihr könnt natürlich auch den Sieb hier rausnehmen und sauber machen, wie gewohnt. Ja, auch den Innensieb bitte immer rausnehmen und sauber machen. So, wie war das hier nochmal eigentlich? Zack, genau. Bitte beides immer rausnehmen und schön sauber machen. Und auch hier unten mal gucken, ob sich irgendwelche Kerne oder irgendwas anderes verfangen hat. Das bitte auch immer so schnell wie möglich sauber machen, beziehungsweise wenn ihr nicht abpumpen sollt, spätestens oder am besten natürlich nach jedem Spülgang. Falls die Reinigungsergebnisse irgendwann mal nicht mehr so gut sind, bitte den Arm einfach rausziehen und hier diese Öffnung bitte schön sauber machen. Ja, diese Öffnungen müssen frei sein, am besten mit einem Zahnstocher. Hier Wasser rein, schön schütteln und dann mit dem Zahnstocher hier reinstechen und hier eventuell das Wasser rauslassen, damit die Öffnungen wieder frei sind. Das könnt ihr natürlich auch bei dem oberen Spülarm vornehmen, das zeige ich euch mal so. Das ist jetzt von unten, ne, da einfach nach links drehen und dann habt ihr sie auch in der Hand und könnt dann schön alles sauber machen und dann wieder einbauen. So, rein. Zack. Übrigens für die, die es noch nicht wissen, der Reinigertabs, der hier ist, wenn der öffnet, fällt er hier rein. Ja? Fällt hier rein und wird hier oben dann mit der Zeit aufgelöst. Bevor wir weitermachen, kurz nochmal zur Zeolith-Trocknung. Das ist ja ein großes Extra bei diesem Gerät. Das will ich euch noch ein bisschen erklären. Das Gerät ist mit einem Zeolithbehälter ausgestattet. Mit der Zeolith-Trocknung kann Energie gespart werden. Zeolith ist ein Mineral, das Feuchtigkeit und Wärmeenergie speichern und wieder abgeben kann. Im Reinigungsschritt wird Wärmeenergie genutzt, um das Spülwasser aufzuheizen und das Mineral zu trocknen. Während der Trocknungsphase wird Feuchtigkeit aus dem Spülraum in Mineral gespeichert und Wärmeenergie freigesetzt. Die Wärmeenergie wird in den Spülraum mit trockener Luft ausgeblasen. Dadurch ist eine schnelle und verbesserte Trocknung möglich. Die Zeolith-Trocknung ist somit sehr energiesparend. Noch ein Tipp, um die Funktionsfähigkeit der Zeolith-Trocknung nicht zu beeinträchtigen, stellt bitte keine Geschirrteile direkt vor die Ansaugöffnung und Ausblasöffnung des Zeolithbehälters. Stellt bitte keine temperaturempfindlichen Geschirrteile direkt vor die Ausblasöffnung des Zeolithbehälters. So, dann kommen wir mal zu dem Programm bzw. zu den Tasten. Hier haben wir Ein- und Ausschalttaste. Wenn ihr ein Programm angefangen habt und ihr hält diese Taste für 4 Sekunden gedrückt, dann löscht ihr das Programm und er pumpt nur noch ab. Er fängt immer an mit dem Eco-Programm 4 Stunden. Wie ihr seht, der blinkt. Wenn ihr einmal raufdrückt, beziehungsweise jetzt auf ein anderes Programm, der blinkt so lange, bis man halt auf Start drückt. Wenn ihr dann auf Start drückt, fängt das Gerät an zu laufen. Dann gibt es hier noch eine Taste. Hier oben rechts ist ein Schlüsselsymbol. Da einfach länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Dann erscheint hier auch das Schlüsselsymbol und dann ist es gesperrt. Das heißt, wir haben ja noch keinen Start gerückt, aber trotz dessen seht ihr, er geht immer wieder auf Autoprogramm zurück. Das heißt, egal was ihr drückt, die Tastensperre oder Kindersicherung ist aktiv. Hier oben haben wir nochmal die Anzeige für Salz und Klarspüler, wenn die an sind, müsst ihr Salz oder Klarspüler nachfüllen. Damit ihr die Kindersicherung wieder deaktivieren könnt, einfach diese Taste nochmal für 3 Sekunden gedrückt halten. Dann erlischt auch die Anzeige. Hier haben wir nochmal die Anzeige für Salz und Klarspüler. Wenn die an sind, bitte dementsprechend nachfüllen. Kommen wir mal zu den Programmen. Eco 50 ist geeignet für gemischtes Geschirr und Besteck. Verschmutzungsgrad leicht angetrocknete haushaltsübliche Speisereste. Das ist das sparsamste Programm. Macht folgendes: Vorspülen, reinigen bei 50 Grad, Zwischenspülen, Klarspülen bei 35 Grad und trocknen. Hier könnt ihr eigentlich fast alle Zusatzfunktionen auch dazu nehmen. Extra trocknen, halbe Beladung oder Speed Perfect. Ja. Dann haben wir hier ein Programm Auto 45 bis 65 Grad, dauert ca. 2 Stunden und 25 Minuten, geeignet für gemischtes Geschirr und Besteck, Verschmutzungsgrad leicht, angetrocknet, haushaltsübliche Speisereste. Der ist sensoroptimiert, wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert. Dann haben wir hier ein Programm intensiv 70 Grad, geeignet für Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck. Verschmutzungsgrad stark haftende, eingebrannte, angetrocknete, stärkehaltige und eiweißhaltige Speisereste. Programmablauf: Vorspülen, Reinigen bei 70 Grad, Zwischenspülen, Klarspülen bei 50 Grad und Trocknen. Hier könnt ihr auch die Zusatzfunktion halbe Beladung nehmen, beziehungsweise auch Speed Perfect oder extra trocken, dementsprechend reduziert oder verlängert sich hier die Reinigungs- oder die Spül. Express 60 Grad, geeignet für gemischtes Geschirr, Besteck und Besteck. Verschmutzungsgrad leicht, angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste. Der ist zeitoptimiert, das heißt Reinigen bei 60 Grad, Zwischenspülen, Klarspülen bei 50 Grad und dann Trocknen. Ja, das heißt in einer Stunde und 35 Minuten bei 60 Grad spült und reinigt er, beziehungsweise man kann ihn nochmal ein bisschen reduzieren, aber das sind dann nur noch 3 Minuten bei Speed Perfect, weil er schon zeitoptimiert ist. Dann gibt es ein Programm leise 50, geeignet für gemischtes Geschirr und Besteck, Verschmutzungsgrad leicht, angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen. Programmablauf ist folgendermaßen: der ist geräuschoptimiert, das heißt Vorspülen, Reinigen bei 50 Grad, Zwischenspülen, Klarspülen bei 35 Grad und dann Trocknen. Auch hier können wir sagen, wollen wir Speed Perfect dazu wählen, halbe Beladung und extra trocken können wir auch dazu wählen. Dann haben wir hier die Taste Favorite. Ihr könnt eine Kombination aus Programm und Zusatzfunktion auf dieser Taste speichern. Speichert bitte das Programm über die Home Connect App oder am Gerät geht es auch. Werkseitig ist das Programm Vorspülen auf dieser Taste hinterlegt. Vorspülen ist für alle Geschirrarten geeignet. Durch kaltes Abspülen wird das Geschirr zwischengereinigt. Bei heruntergeladenen Programm und im Auslieferungszustand wird der Programmname in der App angezeigt. Das Display zeigt dann abwechselnd App und die Restlaufzeit. Ihr könnt über die Home Connect App zusätzliche Programme herunterladen und auf der Taste hier speichern. Ihr könnt natürlich auch die Favorite-Taste am Gerät speichern. Wie das geht, guckt bitte in den Bedienungsanleitung. Dann gibt es hier eine Taste halbe Beladung. Verwendung bei wenig Geschirr kann man es zuschalten. Wenn das natürlich schaltet es auch weniger Reiniger in die Reinigungskammer geben, als für eine komplette Maschinenbeladung empfohlen wird. Ja, die Laufzeit wird verkürzt, der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch wird reduziert. Dann haben wir hier einmal ein extra trocken. Taste für ein verbessertes Trocknungsergebnis wird die Klarspültemperatur erhöht und die Trocknungsphase verlängert. Besonders geeignet zum Trocknen von Kunststoffteilen. Der Energieverbrauch ist leicht erhöht und die Laufzeit verlängert. Dann haben wir hier noch die Taste Speed Perfect. Die Laufzeit wird abhängig vom Spülprogramm um 15% bis 75% verkürzt. Die Zusatzfunktion kann vor Programmstart und jederzeit während des Programmablaufs aktiviert werden. Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch werden dadurch erhöht. Diese Taste ist die Zeitvorwahl einstellen. Ihr könnt den Programmstart bis zu 24 Stunden verschieben. Ja, einfach hier raufdrücken. Im Display erscheint dann 01, 02 und mit der Taste gewünschte Programmstart einstellen und dann auf Start drücken. Ja, die Zeitvorwahl deaktivieren geht, indem wieder so lange gedrückt wird, bis auf dem Display 00 erscheint. Na, da war ich zu schnell. Wenn er nur 0 erscheint, dann ist er wieder deaktiviert. Ja, das wäre es von mir über dieses Gerät. Also wenn jemand einen Standgeschirrspüler, einen freistehenden Geschirrspüler mit sehr, sehr guten Trocknungsergebnissen sucht, dann ist er mit dem Gerät hier bestens bedient. Ja, Bedienelemente, auch optisch, auch verstellbare Korb, oben, unten, in sehr, sehr guter Qualität, mit sehr, sehr guten Funktionen. Von mir aus eine klare Empfehlung. Wie gesagt, die Platte könnt ihr abnehmen, also passt auch unter alten Küchen. Wenn die Platte ab ist, haben man ungefähr 81,5 cm. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like unter dem Video setzt, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr unsere Videos nicht mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abo für unseren Kanal. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne unter den Kommentaren stellen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich diese zu beantworten. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.